Hallo. Oh, bin ich kaputt. Junge. Leute. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Es ist jetzt der 5. Und jetzt der 5.12. Jo. Kurz vor 9. Ich mache jetzt schon mal ein kleines Unpacking von den Sachen, die ich mitgenommen habe. Dann ist es einiges. Ich wollte eigentlich ganz Klamotten mitnehmen, aber die habe ich wieder rausgenommen. Weil ich noch Sachen von meiner Schwester, weil sie leider ihren Laden aufgibt, mir noch ein paar Sachen von ihr mitnehmen können. Für die Küche und Deko-Sachen und ja, das wird zwar Antonia nicht freuen, aber gut. Ich habe aus Versehen ein Ei gegessen, hart gekochtes. Und das hat nicht mehr so pupsen. Ich musste so pupsen. Ich musste das Ganze einhalten. Kaum aus dem Bahnhof raus. Wieso erzähle ich das? Als allererstes. Erstmal hier Wasserwerk-Tornado. Wasserwerk-Tornado und for relaxation reasons. Gläschen Wein, glaube ich. Aber erstmal den riesen Koffer auspacken. Wein! Was ich schon mal neu mitgenommen habe, ist alles schon mal hier drin. Und die fetten Schuhe, die werde ich nachher auch nochmal zeigen, wenn die ausgezogen sind. Und den Schal dort hinten. Ich ziehe den mal kurz an. Moment. Wenn der nicht schön ist, guck mal. Ja. Voll schön, oder? Den Koffer. Komme ich hier drauf. So viele coole neue Sachen. Vielleicht ist jetzt nicht die beste Idee, den siffigen Koffer hier auf dem Tisch aufzubauen. Aber hier sind so viele Sachen drin, die ich jetzt nicht im vollen Koffer hochtragen möchte und dann wieder runtertragen, mal wieder hoch und runter, bla und bla bla. Eine Errungenschaft ist diese Handtasche. Weil die Mutter von meinem Freund meine ganzen Handtaschen weggeschmissen hat, habe ich mir jetzt diese hier gegönnt. 60 Euro im TK Maxx. Komplett Leder mit kleinem Henkel und kurzer Henkel. Nächste Errungenschaft ist, die vor allem mein Freund toll finden wird, ist diese Decke. Die ist voll kuschelig. Die gab es noch in meiner alten Wohnung. Da wird sich mein Freund richtig freuen. Die nutzen wir jetzt für hier unten. Meine anderen Schals. Was ein Geschenk von meinen Eltern ist, Anatolio, ist Nudeln. Was wir noch bekommen haben, sind Kerzenhalter. Und einmal kommen hier Teelichter rein oder umgekehrt große Kerzen. Werden wir mal gucken, ob die elektrischen Teelichter nochmal reinpassen. Das wäre echt cool. Machen wir ein Exempel. Passt auffallend gut. Von meiner Schwester aus dem Laden haben wir Kerzen bekommen. Oh, die sind so schön, die hier. So toll. Seht ihr, die sind so gedreht. Richtig cool. Richtig fett. Nächste Sache ist das Board hier. Dann für da hinten, ich zeige es euch mal kurz. Das Board war mein Gedanke, dass es hier hinkommt für die Setzlinge, die wir haben. Dass dann sowas hier hinkommt, dass wir dann das schön machen. Das wäre bestimmt echt toll vom Aussehen her. Oh, hi. Im Umtopf gab es noch 3 kleine Töpfe und hier dazu passende Untersetzer. Die habe ich eingeweiht. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Das sind so Putztücher fürs Fenster. Küchensachen, richtig toll. Aus meiner alten Wohnung. Die hier sind fürs Bad. Ach. Ein Tortenheber. Eine Zahnbürste. Und das hier fand ich auch so cool in meiner alten Wohnung. Das hier. War richtig fett. Ich muss ja die Frage, wo ich jetzt hinhänge. Hier in der alten Wohnung. In der neuen. Kleine Handtasche, die ich mitgenommen habe. Zum Überbrücken, bis ich dann eine neue Tasche gefunden habe. Und zwar die, die ich schon gezeigt habe. Was ich hier in der Hand habe, ist, was ich zu Weihnachten bekommen habe, ein Gartenmesser. Voll cool, von meiner Schwester. Was ich von ihrer Tochter bekommen habe, das hier.
Ist es das? Ja, das sieht voll schön aus, muss ich sagen. Sieht voll toll aus. Mit so einer Duftkerze drin. Und endlich für die Küchensachen, für diese Saubermachsachen habe ich hier noch neue Köpfe gekauft. Das werde ich dann auch nachher nochmal auswechseln. Was ich für meine Wahlsachen wieder mitgenommen habe. Das hier wird dann ab Juli das neue Bullet Journal für zu Hause. Das hatte ich damals gekauft, letztes Jahr im August, September irgendwann. Das wird dann auch was mit Bullet Journal werden. Hier noch zwei große Aquarellblöcke. Die sind auch gut für mich, für meine Sachen, die ich malen wollte. Meine Mutter hat mich mit Medizin zugeschüttet. Das hier sind allgemeine Putzlappen, die komme ich in die Küche. Das hier sind einmal Gefrierbeutel, wiederverwendbare und wiederverwendbare Beutel für Frühstück oder sowas. Das ist auch ganz cool, hat mir meine Mutter geschenkt. Und diese kleine Box gab es bei uns im Secondhand-Laden. Eine Box wollte ich benutzen für die Asche, die hier ist, um da so Harry Potter-mäßig Flohpulver reinzumachen. Wisst ihr? Badezimmersachen. Ah, noch von meiner Schwester bekommen. Das hier. Ein Makramee-Hänger für Töpfe. Weitere Kerzen. Achso, die Wirbelketten, die ich meiner Schwester gemacht habe, für den Laden, die sind nicht verkauft worden. Diese Box ist richtig schön, da werde ich jetzt die Sachen von Antonio reinmachen, die meine Eltern von Antonio gedacht haben. Diese Gefrierbeutel mache ich dann mal weg. Von einer Freundin von mir, die heißen Melanie und Tamara, und die Melanie, wir haben eine Gruppe, die heißt TMT. Tiffy, Melanie, Tamara. Und da hat sie so ein Mäppchen gemacht mit TMT, weil wir unsere Gruppe so heißen. Voll cool. Weitere Geschenke. Einmal ein Pinsel von Sachen. Zweite Sache ist, meine Schwester eine Gartenschere, richtig fett. Als Set dazu Decorative Lights. Das sind jetzt für Weinflaschen. Sowas, dass man da das Zeug reinmachen kann, die leuchten dann oder so. Einfach nur auf. Einfach nur auf. So, was haben wir denn noch bekommen? Hier ein Adventskalender-Tee von der Marke Kappa. Die sind voll geil. Die sind richtig lecker, die Tees. Jetzt werden wir hier die Schmutzwäsche auspacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Hausschuhe. Fantun wir noch. Das hier. Das hier noch. Der beste Pfann, wenn er die jemals hatte. Nochmal welchen klein. Den 10-Jahres-Planner. Den habe ich da schon mal angefangen. Den habe ich auch wieder bei TK Maxx gefunden. Das werde ich mit einem separaten Ding nochmal machen. Weil das richtig toll ist, die Idee. Das wird richtig gut. Und weil wir ja davon nie genug kriegen, Geschirrtücher. Und jetzt kommen die Sachen, die um die Wäsche können. Und noch einen, das ist ja Nierenwärmer. Da kommt eigentlich der ganze Klabuster hoch. Das hier gebe ich jetzt mal rüber. Ich werde jetzt erstmal hier den ganzen Kram, was hoch muss, in den Koffer werfen und dann den vom Tisch nehmen. Denn das, was ich nochmal Antonio zeigen wollte, das ist hier unten. Und den Rest mache ich dann hoch. So, aber erstmal möchte ich mich umziehen. Ich möchte mich umziehen. Es wird Zeit. Umgezogen habe ich mich jetzt. Oh Mann. Jetzt ist die Luft raus. Jetzt muss ich nur noch den Kram hier auspacken. Was noch dazu kam, dieser Serviettenhalter. Der kam noch dazu. Das ist auch ein Geschenk von Antonio eigentlich. Auch noch für Antonio ein von meinem Weihnachtsmarkt aus meiner Stadt. Ein Ich liebe dich Lebkuchen. Obwohl das nicht ist, aber Fliege ist. Und die erwähnten kleinen Töpfchen. Ach, geil.
Gartenhandschuhe. Die sind richtig fett. Meiner Mutter. Als Ergänzung zu den Sachen habe ich die hier bekommen, die Handschuhe. Die sind richtig fett. Was ich leider alles hier liegen lasse, damit ich Antonio morgen sofort brühwarm zeigen kann. Gar nichts. Ah, so viel Kram. Das kommt auch nach oben. Sachen, die ich jetzt noch zeigen möchte, bevor ich in die Müdigkeit versinke, ist mein kleiner Taschenkalender für die Handtasche, weitere Medikamente natürlich und, habe ich ja ganz vergessen, die Uhr hier. Das ist eine Garmin-Uhr, eine Garmin-Sport-Tracker-Uhr. Kann ich auch nochmal, glaube ich, hier das Modell zeigen. Ich werde mich jetzt hier dran machen und mal durchsortieren und das erspare ich euch jetzt mal. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Bevor er kommt, will ich das Video, das Bullet Journal, die Audio aufnehmen. Und das mache ich heute Abend nicht mehr, ich bin zu futsch. Fast anderthalb Stunden bin ich hier am Ausräumen und bla. Und ich habe schon vieles geschafft, aber das ganze Zeug muss halt nochmal durchsortiert werden. Ich verabschiede mich heute für heute Abend. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Nächste Woche Montag dann, glaube ich. Gute Nacht, ich bin einfach müde. Gute.